Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Let's Change Pokémon Platin, Platin, Duolock, Nuzlocke, Let's Play, was auch immer. Ja, da habe ich schlechte Neuigkeiten, und zwar sind Daisy Duck und Mrs. Krabs bei Juli verstorben. Deswegen haben wir wieder Domino und Zahn im Team. Ja. Ich bin jetzt mal böse und tue Serpens nach vorne, dass das mal IP kriegt. Was muss ich da hören? Professor Eibe? Du musst Professor Eibe gleich lesen, ja? Ihm bleibt keine Wahl. Jetzt rücken sie schon mit ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau versteht sich. Für ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Platin. Wie schön. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's im Pokédex? Oh, was ist denn da? Den Orden der Arena von Erzling? Aber hatte ich dir den S-Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Ring erscheint wie für dich gemacht. Professor aller Pokémon, machen Sie uns doch nicht so schwer. Hier geht's ums Geschäft, verstehen Sie? Das, unsere Arbeit, sonst nichts. Und was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Ruhe allem auf. Ruhe miteinander. Wieso muss ich nur mit euch abgeben? Zunächst sollt ihr einmal eine Lektion für die Zukunft aneignen. Erstens, man lobert nicht auf öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbricht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn man etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr eine Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr denn nur für absurde Anzüge an? Geschmackslos. Hey, und sowas nennt sie Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht mit solchen peinlichen Exemplaren heran. Natürlich mussten sie die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es doch bereuen, Team Galactic beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohling etwas Anstand bei. Blättchen, los, wir werden zusammen gegen diese Wichte kämpfen. Oh, hör auf zu pfeifen. Bitte, bitte. Alter, das Glumanda werden die in der Luft zerfetzen. Ich weiß, was jetzt passiert. Pokémon werden draufgehen. Ach was. Lol. Was? Auf dem Level. Es sind einfach mehr als 40 KP. Bums ist erstmal Lavitar. Und so. Tja, so viel zu, wir werden das Glumanda in der Luft zerfetzen. Ja, man kann sich doch mal irren. Guck mal, der Schatten ist voll fett bei dem Ding. Bei welchen? Achso, ja, Blubberdrachen. Ja, ich sollte das auf Lavitar gehen. Achso. Drachenwut. Alter, das Glumanda ist nice. Das ist out. Serpens! Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beide unterliegen zwei Kindern? Das wird so nicht. Zahl zurück, durch die Mission ist fehlgeschlagen. Opfer. Es bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allein wohlgesonnen ist. Allen wohlgesonnen ist, sorry. So eine Bande, Team Galactic, haben sie sich genannt. Wann Pokémon sich entwickeln, eine bestimmte Energie freisetzt. Ich denke aber, diese außer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das hier in der Kraft innen wohnt. Ich möchte gerne als Energiequelle für irgendwas einsetzen. Platin, hast du davon gewusst? Auch der Professor studiert die Entwicklung von Pokémon. Er sagt, dass 90% der Pokémon auf die oder andere Weise die Entwicklung zu tun haben. Diese Spinner wollten wohl deswegen Professor Albers Forschungsergebnisse stehlen. Das dürfen sie aber nicht. Die Gefahr ist gebannt. Oh, die Gefahr ist gebannt. Danke euch, können die Situation entschärft werden. Vielen Dank.
Übrigens hat mich deine Kampfskunst so beeindruckt, Plättchen. Ich muss dir ein Lob aussprechen, außerdem bringt es mich auf eine Idee. Wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in der Sinnoh-Arena zu holen gibt? Dabei triffst du ohne Zweifel eine Unmenge an Pokémon. So fühlen sich auch die Zeiten eines Pokédex an, weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung nützlich. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon in dem Pokédex hast du von mir erhalten. Nun ist es deine Entscheidung, was du mit beiden anstellst. Ich glaube, also, sie werden beide draufgehen. Dann lese ich. Oh, war das klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Ah. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmacksvolle Kulissen. Statte dein Pokémon mit den Accessoires aus und sieh dir an, welche Ausstrahlung zeigt. Der Fernseher stellt eine Räumlichkeit zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon aufstellen können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch uns das dann einfach mal. Okay, ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Das. Sag ich dir gleich. Oh. Wen drin wir es bei Zahn, Junge? Zur Trümmer? Ja, Zahn. Alter, wenn das viel drauf geht, habe ich keine Trümmer mehr. Aber Serpents wolltest du so gut wie im Team behalten, oder? Ja. Also, falls es nicht anders geht, dann... Ich trainiere jetzt hier mal kurz ein bisschen, ja? Ja. Tu das. Oh Gott. Gespeedet wird, gespeedet. Beim Training darf man ja spielen, so mein ich das. Gott, das ist wie AIDS. Ich meine nicht AIDS, ich meine doof. Oh, Serpents hat besser gelernt. I think I'm going to the river, baby. Hey, hör auf zu singen, Junge! Na, ja, sprichst du ja auch mal ein Gesprächsthema an oder so? Ich bin am Trainieren, sag du doch mal was. Nö. Ja, siehste? Ja, was soll ich denn sagen? Also, man sieht hier, wie er geheilt hat. Wer geheilt hatte, um grammatisch korrekt zu sein. Und wir wollen ja grammatisch korrekt sein. Oh, Serpents, du bist ganz schön schlecht, wollte ich ja gesagt haben. Das ist Level 7. Hier wird jetzt 100 pro Pokémon draufgehen. Ich weiß nur, dass ich hier mal richtig kann. Ich weiß auch nicht, warum weiter. Was ist das für ein Trainer, der sich vom Duft der Blumen anlocken lässt? Deine Mutter. Hopspross. L13. Ich lasse es mal einfach nicht drauf ankommen. Och, ich wollte gar nicht fliehen, lol. Oh, nee! So. Alter, wie das sieht irgendwie aus wie umgedreht, wie ein Beyblade. Hä, hey, warum? Also ich meine den Hopspross. Also. Ja, stimmt. Das wäre so. Keine Ahnung, wie man das nennen könnte. Felsgrab. Ich mach Turbodreher weg.
Schwupp. Falzgrab. Nice. Nicer Dicer. Jetzt kommt er mit einem Kindels. Du weißt schon, dass du vielleicht auch das Training sehr, sehr schnell machen kannst, oder? Das ist ein Trainerkampf. Oh. Hab ich gedacht, du willst trainieren. Da kann ich auch zu. Ja. Naja. Das mache ich vielleicht, wenn ich in der oberen Stadt angekommen bin. Oh, tut mir leid, dann war ich gerade nicht auf dem Bildschirm, weil ich gerade hier den Rahmen gemacht habe, weil ich gedacht habe, du trainierst. Wenn es okay war. Nee, das geht nicht. Nein, nein, nein. Es ist Obst im Haus. Kikorki, Kikorki, Kikorki. Krass, Wachstum. Aber ist mir jetzt egal, es bietet das. Junge, das geht mir auf eine Sacke gerade. Okay. Ja. YOLO oder heilen? Wie meinst du das? Scheiß drauf! So. Was passiert? Timon! Warum bleibst du auch gegen Pflanzen-Pokémon drin? Das waren alles Pflanzen-Pokémons! Und jetzt! Warum? Deine Schuld. Ja, ich kann nur mit dem Typen rein hier. Das stimmt. Leider stimmt das sehr. Das biete ich jetzt. Nein. Mann, Marcel. Als ob. Oh, das biete ich. Das kann nämlich hier dauern. Ach komm. Hä? Jetzt ist aber eklig. Warum? Was passiert? Hä? Ich mach nicht genug Schaden. Dann tu Zahn rein. Euer Transpopo. Jo, Transpopo, gute Idee. Säure. Alter. What do you do? Und jetzt? Was? Scheiß drauf. Nein, das ist Gift. Ja. Level 16. Quacker Scheiß, Alter. I think. Take me to the river, baby. My dear. I step by me in front of me and. You think you want. Oh, jetzt hör mal auf, Juli. Why? Komm, mach was auch noch in der richtigen Reihenfolge. Ist klar. Und noch Tränke kaufen. Geil, super Trank. Und Pokébälle haben wir noch. Renn, Bitch. Oh, ich glaube, ich muss mich jetzt gleich nochmal muten. Alter Maul. Muss ich, glaube ich, echt. Auf Wecker. Okay, ich muss mich kurz muten. Okay. Oh, wir tun. Safety first. Lass mich dir meine Käfer-Pokémons zeigen. Nö, vergiss es.
Also, wir machen das wirklich schon am Anfang. Also, ich spiele jetzt hier. Brauche kein Schlafpuder. Es geht einfach nur darum. Dass das einfach auf Dauer doof wird. Gegen solche Pokémons. Nachher Transpopo. Ab der nächsten Stadt trainieren wir dann noch so a little bit. Problem? Irgendeine Bäre? Nice, wir können aber hier an den vorbei. Dorthin. Und wir finden Kugelsaat. Nice, nice, nice. Ich gehe jetzt ein neues Pokémon fangen. Nein, kann ich nicht. Und dann haben wir jetzt einen Doppelkampf. Ich muss es machen. Nein, ich hätte es einzeln ansprechen können. Oh, ich stepp. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten unserer Klasse. Oh nein. Shit. Ich spiele einfach mal. Okay. So, und jetzt. Ne, wir machen Judy. Darfst du das nächste Pokémon fangen? Wir haben ja schon so viele. Wir machen jetzt hier noch ganz kurz so. Ganz klein wenig hier so. So ein bisschen Speed Training. Vielleicht nicht ausgerechnet gegen Roselia. Wäre ich ganz nice. Oh, verdrückt, scheiße. Und bam. Sein. Hallo, mein Gott. Na, ne, wisst ihr was? Ich trainiere jetzt hier nicht. Kann Juli machen. Dann machen wir das so. Wir beenden hier den Part. Werde wenn du dein Pokémon weniger. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, so Daumen nach oben da. Falls nicht, kurz so typische Dinge in die Kommentare. Dann seht ihr den nächsten Part wieder bei Juli. Bis dann, Leute, haut rein und ciao. Von Juli auch, ciao. Einfach mal so. Tschüss.